Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Tja, in der letzten Folge hatte ich dann meine Steuerung mal gezeigt und viele wissen oder fragen ganz gern mal, wie man am besten auch noch Koordinaten anfliegt. Im Prinzip ist das nicht so schwer. Man hat zwar über die Systemkarte überhaupt keine Übersicht, wo sich welche Koordinaten befinden, wenn man hier so einen Planeten aufruft. Wäre halt ganz geil, ne? Wenn dann am Mauszeiger dastehen würde, wo welche Koordinaten wären oder wenn man sich dann irgendwelche kleinen Punkte setzen kann, wo man landen möchte auf einem Planeten. Aber das geht leider nicht. Ach, guck mal, ich sehe gerade, hier gibt es zwei große Stationen. Das ist ja interessant. So, jedenfalls. Man weiß halt dann nie, wo irgendwas ist. Gerade wenn man zum ersten Mal so eine Alien-Basis anfliegt oder Death's Hope, dieses Materialien-Eldorado, was ich schon zweimal gezeigt habe. Auch die Sachen werden erst angezeigt, wenn man mindestens einmal da war und man hat dann im Navigationsmenü da so einen kleinen Anflugpunkt. Und ja, wenn man das noch nicht hat, entweder es gibt zu den ganzen Alien-Basen zu diesem Death's Hope gibt es auch immer Bilder vom Planeten, so wie jetzt, wo man da hinfliegt am besten. Ne? Immer wieder rangezoomt, dass man alleine vom Anflug her schon ungefähr weiß, wo man hin soll. Das macht es um vieles, vieles einfacher, als einfach so spontan die Koordinatenversuche anzufliegen. Denn wenn man Pech hat, muss man hier hinten irgendwo hin und ja, versucht es aber erstmal auf gut Glück hier vorn. Und immer wenn man erstmal direkt auf einen Planeten zugesteuert ist und man nicht direkt zufälligerweise bei Koordinaten 0 und 0 landet, ist es immer schwierig, das so ein bisschen anzugleichen. Aber eigentlich ist es das gar nicht, denn ihr landet ja oder ihr kommt ja erstmal in den Orbital Cruise. So wie ihr im Orbital Cruise seid, werden euch ja die Koordinaten des Planeten schon angezeigt. Außerdem seid ihr noch im Orbital Cruise sehr schnell im Vergleich zur Planetengeschwindigkeit, wenn ihr dann einmal aus dem Gleitmodus raus seid, dann ist ja wieder die normale Raumgeschwindigkeit angesagt. Und im Orbital Cruise seid ihr noch relativ schnell und könnt auch Koordinaten sehr, sehr schnell beeinflussen. Und es ist im Prinzip wirklich nicht so schwer dann, wenn ihr im Orbital Cruise seid, die Koordinaten zu finden, wo ihr hin wollt. Beziehungsweise die Koordinaten, die rechts unten angezeigt werden, -34,9 in meinem Fall und -172,85. Denn ihr müsst euch bloß, wenn ihr irgendwo auf einem Planeten halt angekommen seid, sprich im Orbital Cruise, ich mache das jetzt hier mal unten vor auf der normalen Oberfläche, erstmal richte ich mich immer, ich drossel die Geschwindigkeit so gut wie es geht. Das geht im Orbital Cruise nicht ganz auf 0, ist aber auch nicht schlimm. Denn am besten, man richtet sich dann erstmal Richtung Kompassnadel 0 aus. Wenn ihr die anfliegt, die 0, dann tut sich nur was bei der ersten Koordinate. Dann erhöht die sich. In dem Fall, da wir im Minusbereich sind, geht die nach unten. Sonst würde die halt nach oben gehen, sprich in den Plusbereich. So, und von 0 angerechnet ist es eigentlich recht logisch, dass sich alle 90 Grad eine der Koordinaten ändert. Wenn ich mich jetzt um 180 Grad drehen würde, würde diese erste Koordinate sich halt wieder verringern. Also in dem Fall verringert sie sich zwar, aber bloß weil wir im Minusbereich sind. Wenn ich jetzt die Kompassnadel auf 180 Grad stelle, so, na, in dem Fall erhöht sie sich halt jetzt. Na, also geht noch weiter in den Minusbereich in dem Fall. So, das sind 0 und 180 Grad. Da tut sich nur was bei der ersten Koordinate. So, ich stopp mal wieder. Wenn ich jetzt auf 90 Grad wechsle, 90 und 270 Grad, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, dann tut sich nur was bei der zweiten Koordinate und die erste Koordinate bleibt stehen. Ist halt sinnvoll, wenn man schon eine der Koordinaten erreicht hat, die man braucht und nur noch die zweite angleichen möchte, dann tut sich halt nur was bei der zweiten Koordinate, wenn ich jetzt auf ungefähr 90 Grad fliege, da dann genau dasselbe bei der zweiten Koordinate, bei 90 Grad geht es im Minusbereich weiter zurück, sprich die Koordinaten erhöhen sich
Und bei 270 Grad. Genau das Gegenteil. So, also im Prinzip, ja, werden wir nochmal gescannt, auch nicht schlecht. Im Prinzip ganz einfach. Wenn ihr jetzt allerdings beide Koordinaten irgendwie angleichen wollt, dass die halt in den Minusbereich oder in den positiven Bereich fallen, ist das auch nicht so schwer, denn wir haben ja gerade gesehen, bei 0 Grad und bei 90 Grad erhöhen sich jeweils beide Koordinaten. Also entweder ich fliege Richtung 0 Grad, dann erhöht sich die erste Koordinate, ich fliege Richtung 0 Grad. Immer andersrum denken, weil ich gerade im Minusbereich der Koordinaten bin. Und wenn ich bei 90 Grad bin, dann erhöht sich die zweite Koordinate. Wenn ich das Schiff jetzt auf 45 Grad stelle, entschuldigt, ich habe gerade so ein bisschen komischen Schluck auf, so auf 45 Grad stelle, dann passiert dasselbe mit beiden Koordinaten gleich schnell, weil ich halt zwischen 0 und 90 Grad, sprich bei 45 Grad, in die Richtung beider Koordinaten fliege. Und so ist das zwischen den anderen Gradzahlen auch. Also immer zwischen 0 und 90 Grad oder 0, 90, 180, 270 und 360, sprich 0 Grad, erhöhen sich prinzipiell nur eine der beiden Koordinaten oder verringern sich, je nachdem. Und bei den 45 Grad Winkeln, da verändern sich beide jeweils in eine Richtung. Also im Prinzip ist das nicht so schwer, finde ich. Man muss halt wirklich, wenn man erstmal, gerade wenn es ein großer Planet ist und man ist im Orbitalkurs, da kann man noch schnell viel korrigieren, weil da die Gradzahlen deutlich schneller irgendwie nach oben gehen oder nach unten gehen. Aber das ist machbar. Da muss man sich bloß mal, ja, weiß ich nicht, ein paar Minuten halt wie immer in dem Spiel damit auseinandersetzen und dann funktioniert es auch. Gut, ja, das erstmal so nochmal zu den Koordinaten so ein bisschen. Ich denke, das sollte einleuchten, oder? Dass das nicht zu kompliziert erklärt war, aber ich denke, das passt. So, wir fliegen mal zu Traders Rest zurück, denn ich habe ein bisschen Niobium gesammelt. Jetzt nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber ein bisschen. 9. Verdammt. Eigentlich hätte ich gern 20 oder so gehabt. Naja, Niobium ist dabei. Und dann können wir den. Ich überlege, ob wir. Vielleicht hat er ja welche vor Ort, aber ich glaube es nicht, oder? Hat er Sensoren dabei? Manchmal haben die Ingenieure die Module noch dabei oder vor Ort zum Kaufen, die man da irgendwie verstärken oder verbessern kann. Manchmal nicht. Ich habe gehört, die haben die kleinen Module sehr oft dabei für kleinere Schiffe halt. Na, wir schauen mal. Wir können nämlich die Sensoren damit jetzt nochmal auf Ferndistanz scannen, pimpen. Das würde ich ganz gerne noch machen. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich vergesse ganz gern, dass es ja 1,3G sind. Wenn ich jetzt nochmal booste, könnte es eng werden mit dem Anhalten. So, Landerlaubnis? Ne, da nicht. Davon. Wie sieht es denn eigentlich? Habe ich gar nicht geschaut gestern. Hier 5 Grad mal. Okay, ich glaube, die andere ist weiter. Uiuiui. Da habe ich halt noch nicht dran teilgenommen. Sehr gut. Wunderbar. Übrigens, ich hatte die Schildgeneratoren ja nochmal geboostet, dadurch das nochmal etwas erhöhte Schild. Aber der Verbrauch, obwohl sich der Verbrauch von jedem einzelnen Schildbooster an sich ja drastisch erhöhen kann, hat aber im ganz Großen und Ganzen eigentlich überhaupt keinen Effekt gehabt. Also das von vorher 91 oder auch schon 92% verbrauchen, sind sie jetzt immer noch. Also da hat sich irgendwie nichts geändert. So. Reparieren, okay. Weiß nicht warum, weil ist hier nichts passiert auf dem Planeten. Vielleicht durch das automatische Landen des Schiffes, dass dadurch
Hat nämlich meine Explorer Diamondback auch einen Prozentschaden erlitten, weil ich die habe halt auf dem Planeten landen lassen, weil ich da mit dem Buggy unterwegs war. Und irgendwie rafft der Computer das zurzeit nicht so gut. Gut, Sensoren. Ach ja, genau. Ich wollte ja nochmal schauen. Doch, geh mal ins Ausrüstungsmenü runter. Vielleicht hat er welche da. Hier sind ja. Achso, jetzt kann ich wieder nicht nach rechts schauen. Hier sind ja bloß die. Sind hier die. Was sind hier? 5D-Sensoren oder sowas drin? Ich muss mal schauen. Bitte warten. So. Basis. 8D. 5D. Nee, 8D. Sonst hätte ich gesagt, lass uns mal die 8A noch reinbauen. Aber scheiß drauf. 8D reicht dicker. So, der Ferndistanzscan, genau, bis auf 131%. Das ist echt übel. Weit über 10 Kilometer kann er dann scannen. Wenn wir es hinkriegen mit den 9 Mal, die wir jetzt hier zur Verfügung haben. Probieren wir es mal. 119. Nö. Nehme ich nicht an. 122. Ah, komm. Ich gehe mal auf Risiko. Ich könnte sie erstmal annehmen, falls es gar nicht mehr besser wird. 122. Ja, okay. Ich nehme es erstmal an. Scheint schwierig zu sein, oder? Oder einfach bloß Pech. Na komm, wenn ich schon den ganzen Kram dabei habe, probieren wir es auch nochmal. Hier stehen ja halt keine Prozente mehr, sondern irgendwelche Zahlen, mit denen ich immer nicht so viel anfangen kann. Ah, ist nicht so einfach, da noch drüber zu kommen. Ah, nochmal 1%. Okay. Der Scanwinkel hat aber nochmal abgenommen. Prozent. Oh, Scanwinkel ist auch wieder erhöht dadurch. Wie hoch ist denn die Scan-Reichweite jetzt? Können wir direkt mal schauen. Kilometer. Boah, komm, da sind doch eigentlich noch ein paar Prozent mehr drin, oder? Dass wir da auf 10 Kilometer kommen. Noch 1% drin, okay. Ich dachte, weil wir vorhin 122 hatten und da was mit 131 stand. Shit. Na gut, ja, knapp 9, knapp 10 Kilometer, das reicht ja halt mal sowas von vollkommen. Genau, der Rest ist komplett gepimpt. Also da ist wirklich nicht mehr viel machbar. Das ist schon fast das höchste der Gefühle, was ich hier rausholen konnte aus meiner kleinen schnuckeligen Korvette. Die hat zwar bloß thermischen, oh guck mal, der thermische Widerstand ist sogar ein bisschen hochgegangen. Da war vorher im Minusbereich, nur bei 7,6%. Aber die Schildstärke an sich ist so hoch, das ist schon echt enorm. So, sehr schön. Was könnten wir denn noch so machen? Ein bisschen was geht hier immer noch, ne? Die Werkzeuge zum Beispiel. Laurie Jameson, Shinrata Desra, die könnte nochmal Werkzeuge. Ah, was war das? Tötungsbefehl, Scanner und so weiter. Aber eine von denen, das war, glaube ich, Ramtar. Ja, genau. Der könnte auch nochmal Sachen pimpen, die ich gern hätte. Hier zum Beispiel Düppel können wir, glaube ich, noch mal um 1 verbessern. Ja, das ist jetzt nicht besonders wichtig, aber wäre schon nicht schlecht. Na gut, ja, was machen wir mit der angebrochenen Folge noch? Weiß ich gar nicht. Wie weit ist es denn zurück zum Hohasi-System? Zugehörigkeit.
Geht sogar. Fünf Sprünge bloß. Ja, dann können wir hier auch wieder abhauen. Hier wäre alles erstmal getan. Ach, shit. Ach, fuck, jetzt bin ich schon wieder losgeflogen. Okay, der ist doch noch gepinnt. Der verstärkte Schilde Qualität 5 für die andere Korvette. Die braucht ja noch die verstärkten Schilde. Leitfähige Polymere brauchen wir. Aber ich glaube, die gibt's. Gab's die in der Kampfzone? Können wir abhauen, ja? Das wäre super. Dass ich hier nicht erstmal halb um den Planeten rum muss. Ah, nicht ganz. Da unten. So. Ich drehe mich dann immer so nach links oder rechts, je nachdem, damit ich sehe, wann ich da den Hyperraumsprung einleiten kann. Ja, nö, Kenk. Ach, was mir einfällt. Ich wollte ja mal, wer sich daran noch erinnert, wir waren noch in Kamadeno die letzten paar Male mit den letzten Community-Events und hier ganz in der Nähe, da ist ein System, da wurde es mal eine Weile aufgehalten und zwar Morana. Da wollte ich eigentlich mal wieder hin, das war auch immer ein schönes System. Da haben wir uns so oft aufgehalten. Morana, unsere alte Heimat, hier mit Pharaoh Colony, Dream Mahoney. Das war ewig unsere Heimat. Geringe Vorkommen. Ui, ich glaube, das hat sich mal geändert, metallisch. Unter anderem war das unsere Heimat, weil wir da ein bisschen, oder ich da abbauen konnte. Nur noch geringe Vorkommen. Okay, scheint sich geändert zu haben. Ich bin der Meinung, damals hatten die wenigstens hohe bis reiche Vorkommen. Und weiter. Kann halt mit der nicht scannen. Gut, das System hier lohnt sich gerade eh nicht. Hier ist schon irgendwie gescannt. Zumindest die beiden Sterne. Ah, nö. Das ist ein normales System. Das kennen wir schon. Den Treibstoffsammler, den könnte man auch pinden, ne? Aber ich glaube, bloß auf Intaktheit und geschildet und so ein Kram. Macht das jemand? Pimmt jemand sein? Na gut, ein Explorerschiff könnte man da vielleicht mit verbessern. Das ist vielleicht gar keine so dumme Idee, oder? So ein paar Module von einem Explorerschiff auf Intaktheit oder geschildet zu verbessern? Ich meine, wenn man denn dann mal durch einen Neutronenstern fliegt, dann nehmen die Komponenten hier rechts so ein bisschen schneller irgendwie an Zustand ab. Im Prinzip passiert heute nicht mehr viel. Könnt auch schon abschalten. Wir springen nämlich bloß zurück. Und gekämpft wird heute wahrscheinlich nicht mehr. Zumindest nicht in der Folge. So, einer noch? Nee, zwei Sprünge noch. Okay. Na gut. Dann machen wir die auch noch. Ich habe ja noch. Ich könnte mal irgendwo in einem System anhalten mit niedriger Sicherheit, damit ich mal die ganzen Sachen hier abgeben kann. Auch nochmal ein paar Millionchen. Och Gott. Ich frage mich, warum wir nicht angegriffen werden. Ich habe noch fiese Drohnen dabei. Die will anscheinend niemand. Oder wurde das beim letzten Mal rausgepatcht? Es war ja mal eine Zeit lang so, dass man selbst, wenn man die Drohnen bloß dabei hatte im Abbaugebiet, dass man wegen denen angegriffen wurde. Weil die ja die Piraten unsere fette Fracht gern gehabt hätten. Selbst wenn halt nur die Drohnen an Bord waren.
Ich bin der Meinung, die hatten da mal irgendwas geändert. Ja, kann mich auch irren. In meinem Alter ist das nicht, nicht selbstverständlich, sich an alles richtig zu erinnern. So. Na gut. Letzter Sprung für mich und ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal für die heutige Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.